werden wieder angegriffen. Ja, da bist du ja. Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von Tibak? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex' Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir kaufen ihn. Ich hab die Eddies. Meinst du nicht gerade, Dex hat schon geblecht? Wir zahlen trotzdem nochmal. So wenig Stress wie möglich. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbiest. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Kenn euch nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen Scheißtermin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Wie gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. An die Personenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Scheiß Lemminge. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Cool bleiben wie. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Aufs Sofa. Setzen. Auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie.
pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Mein Gott, Jack, was ist los? Primerito, gefällt mir sein Tonfall nicht. Segundo, ist man sitzend ein ziemlich leichtes Ziel. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Was ziehst du? Skeef. So rein wie Babypuder. Black Lace? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal! Besser? Jetzt können wir reden. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für ein Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Militech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Die Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich fragst, sollten wir den Scheiß verkaufen. Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Ich hab die Knete. Chill mal. Ich bin sowas von scheiß chill. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet? Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist er nicht tot. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Hier. Voller Preis. Hey, der Flathead ist ein gutes Stück. Erledigt, was du zu erledigen hast. Dann nehmt den Scheißbot und verpisst euch aus meiner Fabrik. Und sagt Dex, dass er meinen verkrumpten Schwanz lutschen kann. Wir haben, was wir wollten. Nova, dann haut ab. Und hey,
Sagt Dex Hallo von mir, sobald ihr fertig seid, seinen Schwanz zu lutschen. So ein Stück Scheiße. Okay, ich bringe euch besser raus. Wozu verdammt? Wir kennen den Weg. Sachte, Compadre. Ihr seid in 0, nix draußen. Ein da. Da wären wir. Zeig euch eine Abkürzung. Ich weiß, was man über Roy sagt. Er passt nicht jedem. Aber ich kenne ihn schon lang. Man könnte sagen, von Anfang an. Weiß Royce, dass du loyal bist? Glaub, das interessiert ihn. Scheiß. Weißt du, woran er glaubt? Was ihn antreibt? Chaos. Rick? Berechenbar. Er sagte was, dann tat er es. Mit Royce muss man immer wachsam sein. Immer raten. Er könnte dir jeden Augenblick in die Fresse schießen. Keiner weiß wann. Scheint Führungsqualitäten zu besitzen. Wohin jetzt? Hier lang, zur Garage. Ist eine verdammte Schatzkammer. Da lagern wir all unsere Ware. Björn, sieh mal! Dumdum hat endlich Freunde gefunden! Verpisst euch! Ist der nächste Halt. Und jetzt Fresse und zurück an die Arbeit! Okay, ich glaube, das war alles. Ah, scheiß Militech! Wenn es nach mir ginge, würden wir die bis auf den letzten Mann ausrotten! Bei der Kohle, die ihr mit ihrem Zeug macht, hätte ich gedacht, du magst sie mehr. Wie bitte? Was wohl dreckige Schnittstellen, was? Eine Sekunde! Hab noch was für dich. Ein bisschen Wegzehrung. Dein Skief? Sagen wir, mir gefällt, dass du Geschmack hast. Na los, nimm schon. Und kommt besser nicht wieder. Nett gemeinter Rat. Stammkunden sind nicht so unser Ding. Den Typ konnte ich mal gar nicht ab. Dumdum? Welcher Loser lässt sich so einen Namen geben? Betteln, keine Schulden, keine Konzernschrauben. Und der Flathead gehört uns. So macht man Geschäfte wie. Da ist was dran. Nee, weil ich wie immer recht hab. Nett, dass du's merkst. Ah, ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Und des brüderlichen Hasses. Aber wenn du Cojones hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Was hältst du? Trittst du mit einem Knall ab und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Als Motivationstrainer könntest du richtig reich werden. What are they way? Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt gehe ich zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Das hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Hattest du Schiss, dass wir die Sache nicht überleben würden? Nee. Über sowas denke ich nicht nach.
Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Und sag Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Ahí luego. Wie sieht's aus, Miss V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Hab aus meiner Tasche bezahlt. Der Bot ist nicht gerade Discount-Tech. Was du nicht sagst. Du hast was drauf, Miss V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V.